Ja, Wutzbäh. Let's play Imperium Galactic Survival. Jo, diesmal habe ich aber auf Aufnahme gedrückt. Ich glaube, das kann ich nicht zerstören. Ich kann da runter. Was natürlich nicht so prickelnd ist, wie es sich vielleicht anhört. Ich glaube, hier sollte ich rein, um den Kern zu zerstören. Generator. Was ich jetzt eigentlich noch gar nicht vorhabe. Ich sag's gleich vorweg, ich will den Kern gar nicht zerstören. Wenn man das... Ich werde da durch die Gegend geschossen. Was mir jetzt im Moment gar nichts bringt. Irgendwas ist hier passiert. Irgendwas. Wir werden uns diese Basis natürlicherweise diese Basis, das Raumschiff eigentlich. Sagen wir mal so, wir lassen es uns einmal da, auf der Karte. Das hat aber jeder gesehen. Oh, und schon wieder beim Parasiten. Lecker mio. Und ich hab nichts mitnehmen. Es habt das gesehen. Es habt das gesehen. Ja. Der ist eindeutig vor mir gespawnt. Es habt das genau gesehen jetzt. Der war nicht da. Der war nicht da. Ja. Vielleicht sollte ich einen Bohrer nehmen. Okay. Steckt ein bisschen in der Reihe drinnen. Hilfe! Aber ist nicht das so, dass da viel unterirdisch wäre. Also wahrscheinlich müsste ich den Kern zerstören, um weiterzukommen. Ich kann es mir nur so vorstellen. Um das noch ein bisschen genauer zu begutachten, müsste ich wahrscheinlich den Kern zerstören. Werde ich aber noch nicht machen. Wer weiß, was ich noch machen muss dafür. Ob das nicht eine Mission wird. Seit dem letzten Mal, seitdem ich mich deswegen mit den Piraten nicht anfreunden konnte, habe ich ein bisschen ein Problem, einen Kern zu zerstören. So, Rückweg! Juhu, ich habe schon wieder mal Parasiten. Ja, das kommt davor, wenn man halt eine Woche nicht duscht. Da kann man halt schnell mal Parasiten bekommen. Ich habe ja immer noch keine Dusche gebaut. Ich sollte unbedingt einmal daran arbeiten. Also. Hab mich ein bisschen verflogen. Ich wollte nicht um Gewässer herumfliegen. Weißt du, diese kleinen Scheißer Parasiten, die nehmen ganz schön Energie weg. Autsch!
Das sollte ich auch irgendwann einmal machen. Das werden wir dann... Ah, die Trainingsarena. Krass. Würde ich auch gerne mal machen. Was war das? Dass sich vielleicht mal herrscht. Die Doma. Dass sich vielleicht einmal oben im ersten Stock, im zweiten Stock meine, ob ich mir da nicht ein bisschen ein paar Räume reinbaue. Ich meine, rein theoretisch ist nichts dabei. So. Wieder zurück. Warm. Und gleich einmal Heilung. Heilung, Heilung. Erst einmal heilen, dann den Hautparasiten entfernen. Das sollte man schon langsam, wenn das so weitergeht. Brauche ich auf jeden Fall. Muss ich mal was selber herstellen für den Hautparasiten? So. Geheilt. So weit, so gut. Giftungssalbe. Ah, weg ist er. Ah. Oh. Dieser Parasit. So, was haben wir denn jetzt eigentlich alles da erinnern? Ein paar Sachen zu verkaufen. Chitinfragment. Brauche ich das eigentlich? Was brauche ich denn? Chitin? Ja. Also Alien Plasma haben wir genug, da brauchen wir nur drei, aber Chitinfragment. Was? Da wird der, ne? Fleisch einer Alienkrabbe. Chitinfragmente haben wir, glaube ich, fünf. Wir brauchen da nur drei. Ich glaube aber. Nehmen wir fünf. Entschuldigung. So. Das brauchen wir auch. Da glaube ich, waren es auch 5. Ich bin mir nicht sicher, aber. Dann haben wir die Bohrerladung, die Multiladung und das da. Ich habe was für die Heilung da gehabt, aber ja, es ist eh. Was ist das? Ah, Container. Bop. Endoparasit. Hautparasit hat gegen alles geholfen. Ja. Ich nehme mir jetzt eins mit. Einfach nur, dass ich es habe. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir könnten es vielleicht nochmal brauchen. Auf dem Planeten. Bin mir aber nicht sicher. So, dann haben wir da drinnen Fleisch, Alienplasma. Habe ich den Sauerstoff gehabt? Gereinigtes Wasser und Nährlösung. Den habe ich, glaube ich, unten. Habe ich den unten irgendwo gehabt? So, das. Den Notsauerstoff. Ja, das dann, glaube ich, den habe ich auch da erinnern. Bin mir aber natürlich dementsprechend nicht sicher. Doch. Gut. Schwabade. Und. Schwabade. Lass ich das da drinnen. Ich will nicht dauernd hin und her rennen. Was ich aber mechert, ist was herstellen. Was ist Raumschiff?
Medizinkämmerchen. Zwei Stück. Möchte was probieren. Aber nicht jetzt. Beim nächsten Mal. Okay. Wir sind wieder ausgerüstet. Wir sind wieder fit. Großes abgeschütztes Raumschiff. Obelisk. Gut. Da haben wir dann noch einmal so eine alte Basis. Na komm schon. Ich ziehe sie an. Das kann mir ja keiner erzählen. Ich bin doch der beste Fahrer der Welt. Da ist Gewässer. Das gibt's doch nicht, oder? Ja, ich weiß, ich bin wieder bei meinen noch nicht Freunden, aber hoffentlich bald einmal Freunden. Also ich wünsche mir schon, dass wir Freunde werden. Das würde mich sehr freuen. Irgendwie mag ich die. Hallo? Da waren wir schon mal. So, ui, 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 ui. Oh, ich hab was gehört. Wo ist er? Ich hab was gehört. Ich habe ein... Klingt das... Ich bin nur immer mit leichtem Schutzanzug unterwegs. Komm erst drauf. Ich mir eigentlich denkt, die Wechsel vielleicht. Ich sollte nicht denken. Und das? Pass auf, wenn ich schon da bin und ein bisschen Sauerstoff hab, ab ins kühle Nass. Nicht besonders tief. Okay, es geht schon mal bis zum Bauch. Patzi hängt schon im Wasser. Ja, aber jetzt sind wir schon ein bisschen über dem Bauchnabel. Ah, jetzt können wir schon mal Kopf untertauchen. Ah, ja. So. Schauen wir mal unter der Oberfläche. Schaut's da eigentlich aus? Extremst schwach. Was mich gerade verwundert, wir sind unter Wasser und wir brauchen keinen Sauerstoff. Ah doch. Hab schon geglaubt. Also bis jetzt, und da ist ja noch weniger los auf der Vakua. Schwach, schwach, schwach.
Also eins muss man schon sagen, oh, das schaut geil aus. Ich geh mal einen Snack und dann was zu essen, ja? Keine Ahnung, wie es geht. Es funktioniert einfach. Also, Agur ist wirklich der beste Startplanet. Hätten wir das Neodym gleich am Anfang gefunden, hätten wir es wirklich geschafft schon. Wobei, wir haben... Was ist das? Pentaxid. Oder Prometheum. Okay, ja genau. Also mit dem Prometheum haben wir dort ganz gut gefunden. Kann ich nichts sagen. Und das Neodym. Dass wir dort überhaupt nichts gefunden haben, außer dann in der abgerissenen Basis bei der zweiten Erforschung. Wo wir dann sehr weit reingekommen sind. Dafür erforscht haben. Da haben wir einige Neodymbahnen gefunden. Hätte es ausgereicht, um alles am großen Schiff zu bauen? Ich weiß es jetzt nicht. Kann ich nicht sagen. Ich weiß nur... Es hätte mal gereicht, um wenigstens den Starterblock fürs Raumschiff zu bauen. Ah, Pentaxid. Also das hätte auf jeden Fall gereicht. Worüber ich mich damals schon sehr gefreut hätte. Ansonsten hat Akur eigentlich alles zu bieten, was man braucht. Wir konnten einmal eintauschen, nachdem wir mit den Talons sich eine schöne... bisschen ein Geld verdient haben, damit wir auch wirklich alle die Akur-Bären und die Früchte haben... die Bären und die Früchte. Somit haben wir das auch alles gehabt, weil die haben wir ja dann dort nicht in freier Wildbahn gefunden. Das waren die einzigen Früchte, die wir nicht gefunden haben, aber ansonsten auch alles. Ich muss ehrlich sagen, also Akur, ein Startplanet, ist schon ein bisschen over auch. Muss man auch dazu sagen. Im Vergleich zu den anderen Planeten, die das dann nicht so genau so skillern. Skillern muss ich ehrlich sagen. Skillern wäre ein bisschen hardcore. Du hast keinen Sauerstoff. Hier könnte es sogar sein, dass es noch ein bisschen wärmer wie auf Akur ist. Du hast eigentlich ziemlich gleich den Hinweis, weil eigentlich führen sie uns nur immer zu Deplon oder nach Omikron. Die anderen. Die Abyss. Die. Keine Ahnung. Wie die Fraktion es dann genau heißt, und die Piraten, die haben uns eigentlich alle nach Omikron oder zu den Talon geschickt. Wo bleiben, Junge? Bin schon weg. Also wie gesagt, Akur als Startplanet ist schon ein bisschen over. Aber in der Hinsicht, dass... wer... muss. Da. Ich habe, glaube ich, das Ziel gerade. Nein. Ich glaube, ich habe das Ziel gerade geschädigt. Ich sollte gar nicht das Ziel nicht beschädigen. Na klar, jetzt wo ich auch mal eine Biene brauche, ist natürlich keine da. Und das. Alienkäfer. Ist das euer Ernst?
Was ist denn das für ein fettes Teil? Du bist es. Alter! Okay. Was für ein Scheißvieh! Ja, kommt mir wieder mal so vor wie leider eine Copy-Paste-Base. Ja, kein Kern sichtbar, auch sonst nicht sichtbar. Okay. Ein gemütlicher Kaffee am Morgen auf Masperon. Die Sonne geht gerade auf. Es wird ein wunderschöner Tag. Da drüben liegen die Leichen von Skorpionen und einem dicken, fetten Käfer. Ja. Es ist doch nur zum Genießen. Und wir machen dann in der nächsten Folge einen schönen Spaziergang zu so einer Wood Cabin und einen Crystal George. Der erste George war schon ein bisschen eigenartig, was der Crystal George wird. Wir werden es sehen. Ich sage dabei einmal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss mit dir, ciao mit dir, servus mit Vogelfrau. In an infinite galaxy, there are two options. Survive or die. I came here alone, before the others. I harvested the resources I needed to carve out a life, to craft a future, to endure the unknown. The journey was long. I explored new frontiers, discovered new planets, and new threats. But you cannot survive alone. So together, we built anew. Our talents are deep. The technology at our disposal evolves. But with expansion comes conflict. And the cost of failure is catastrophic. We chose our path. We build together. We fight together. We survive together. The journey was long. The journey continues. Imperium. Out now for PC on Steam.